Der DAX ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Heute Morgen ist er zumindest intraday auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Auch der Optimismus der hiesigen Anleger ist mitgestiegen. Gefährdet diese Stimmungslage weitere Kursgewinne? Nun, schönen guten Tag. Das ist eine gute Frage, die Sie hier stellen. Tatsächlich haben wir hier doch etwas gesehen, womit viele nicht gerechnet haben. Denn wir erinnern uns noch, in der vergangenen Erhebung, da haben wir so gesehen, dass der DAX so ganz langsam nach oben geht. Das waren 8 oder 10 Handelstage gewesen. Und da denkt man natürlich, dass es erstmal eine richtige Korrektur nach unten gibt. Das haben viele gedacht und viele haben sich gar nicht vorstellen können, dass wir hier plötzlich hochgehen. Das zeigt zumindest die Reaktion der institutionellen Anleger. Und wenn wir unsere Grafik angucken, dann sehen wir, es hat in der Tat einen deutlichen Sprung nach oben gegeben. Der Börse Frankfurt Sentiment Index ist auf ein neues Jahreshoch. Das ist zwar nicht viel, ein Wert von plus 24, das ist im Jahreshoch zwar viel, aber im Vergleich zum Vorjahr immer noch relativ moderat. Letztlich haben hier doch, und wenn wir uns hier die Entwicklung des DAX sehen, wie es gelaufen ist, dann haben hier doch einige die Notbremse gezogen. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja bei den institutionellen Anlegern auch Quartalsultimo gehabt und da ist es dann anscheinend zu Panikkäufen gekommen. Denn normalerweise kauft natürlich niemand so gerne vom Allzeithoch, wenn er nicht unbedingt muss. Und das spricht ein bisschen für eine Kaufpanik. Also viel weniger eigentlich als für eine große Euphoriewelle. Das Ganze dürfte vielen nicht geschmeckt haben, nur denjenigen, die ohnehin Aktien im Bestand haben und zugucken. Das gilt vor allen Dingen für die Privatanleger. Denen hat das natürlich Spaß gemacht, aber derjenige, der performen muss, der also sich auch vergleichen muss mit anderen Marktteilnehmern, für den war das sicherlich kein Spaß gewesen. Und deswegen haben wir bei den Privatanlegern, hier wäre die Grafik mal einzublenden, da haben wir bei den Privatanlegern genau die entgegengesetzte Bewegung gesehen. Ja, nicht stark entgegengesetzt, aber immerhin ein Rückgang im Börse Frankfurt Sentiment Index gegenüber der Vorwoche um 2 Punkte. Das heißt, wir haben hier Gewinnmitnahmen gesehen von ein paar kleineren Adressen wahrscheinlich, auch keine allzu großen Engagements, die hier glattgestellt worden sind. Aber tatsächlich ist natürlich hier der Druck des Gewinnmüssens nicht so stark und deswegen ist hier auch der Optimismus nicht mitgegangen nach oben. Das heißt also, wir haben einen sehr starken Unterschied zwischen privaten und institutionellen Anlegern. Und jetzt, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, ist das gefährlich für den DAX? Natürlich, wenn wir solche Werte sehen, DAX am Allzeithoch, Jahreshoch für Sentiment, da sollten die Alarmklingeln läuten. Auf der anderen Seite, ich habe es ja schon eingangs gesagt, wir haben im vergangenen Jahr viel höhere Werte schon gehabt im Sentiment. Da haben wir Werte über 30 gehabt, sogar an die 40 Börse Frankfurt Sentiment Index Werte. Das heißt also im Vergleich zum Vorjahr ist es noch nicht so wahnsinnig viel, aber die Warnzeichen, sie sind deutlich, denn wenn es zum Rückschlag kommt, fehlt zumindest heimische Nachfrage an der Unterseite im näheren Kursbereich. Das heißt also, es kann hier doch mal zu recht kräftigen Korrekturen kommen. Unterm Strich sieht es also für den DAX nicht vorteilhaft aus. Vielen Dank, Herr Goldberg. Bis zum nächsten Mal. Gerne.